Hallo Leute, willkommen zurück bei einer weiteren Wiederholung der Mission im Kallimachus-System in Richtung Axius. Ich habe leider keine hilfreichen Tipps gefunden, außer dass ich schnell genug sein muss und die beiden aufhalten muss, bevor sie den Jump Point erreichen. Also irgendwie wenig hilfreich. Aber das heißt, ich muss es einfach immer wieder versuchen. Feindgesichtet, Colonel. Lösen und feuern. Die mache ich fertig. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Feind in der Nähe, Autopilot nicht erlaubt. Das ist doch gar nicht wahr. Sie fliehen zum Jump Point, Colonel. Wer weiß, wen Sie auf der anderen Seite alarmieren. Lösen und feuern. Die mache ich fertig. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Ich fliege jetzt mal direkt auf den Jump Point zu. Ne, das ist ja gar nicht der Jump Point. Wo ist der Jump Point? Ach nee, Leute. 27.000. Und wo ist bitte der Jump Point? Wo sehe ich den? Da, wo die hinfliegen, oder? Nee, nicht schon wieder. Mission kann nicht abgeschlossen werden. Die Stimme ist mal richtig fies. Die Intrepid wird schwer attackiert. Ja, ich weiß. Schiffe, wohin man sieht. Hören Sie, wir wurden getroffen. Wir können uns nicht halten. Tja, Sosa. Ich tue ja schon alles, um das zu verhindern, aber irgendwie... Ja. Leute. Ja, noch ein Versuch. Irgendwann schaffen wir das schon. Einsatz wiederholen. Na komm. Feindgesichtet, Colonel. Lösen und feuern. Die mache ich fertig. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Ja, da brennt er. Ja, ist schon gut, Hawk. Weiter geht's. Sie fliehen zum Jump Point, Colonel. Wer weiß, wen Sie auf der anderen Seite alarmieren. Ich weiß nicht, wo die hinfliegen. Ich muss das jetzt einfach mal rausfinden. Lösen und feuern. Die mache ich fertig. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Ah. Alle Raketen, die ich habe. Jawohl. Ach so, ich fliege gar nicht mit Nachbrenner. Ja, erledigt ihn. Ach nee. Ja. Ich weiß. Das war knapp. Das war knapp, glaube ich. Fast hätte ich es geschafft. Ja,
diese Drecksäcke. Und Einsatz wiederholen. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Ich muss immer aufpassen, wann der Nachbrenner wirklich aktiv ist und wann nicht. Wer weiß, wen Sie auf der anderen Seite alarmieren? Lösen und feuern. Die mache ich fertig. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Rakete, würdest du bitte aufschalten? Ah! Zeit zu springen, Colonel. Sie sind jetzt auf sich allein gestellt. Viel Glück! Okay, ich hoffe... Warten Sie, Sir. Bevor Sie springen, gebe ich Ihnen die Koordinaten der Basis, die wir in der Umlaufbahn des zweiten Axios-Planeten entdeckten. Wir konnten sie gerade durch den Jump-Point aus. Eins ist sicher, dieses Ding ist viel zu groß. Sie können es nicht ohne Hilfe ausschalten. Wir schlagen vor, dass Sie sich voranschleichen, auf keinen Fall das Feuer eröffnen und dort landen. Viel Glück, Colonel. Aha, ich soll also einfach da landen. Also gut, dann springen wir mal, wenn da oben so schön Jump angezeigt wird. Hoffentlich habe ich jetzt nicht zu viele Raketen verpulvert. Wow. Okay, Dragon Ace in Blau. Ah, die glauben jetzt, ich bin ein Kumpel oder was? Ja? Auf der Raumbasis landen, versuchen wir es mal. Ich benötige Identifikationsalgorithmus für Landeerlaubnis. Okay. Welchen von beiden? Sie haben Landeerlaubnis. Okay. Das war jetzt, ich habe auf 1 getippt, das war jetzt Zufall. Oder hätte ich da dann im anderen landen können? Hä? Oh. Warum muss ich da landen? Das ist doch gar nicht mal so gut für meine Gesundheit, oder? Ich komme allein zurecht. Macht euch einen schönen Abend. Bis später. Hä? Oh, das sind Bomben. Diese Bomben-Typ-Teile da. Dieses dumpfe Geräusch war eindeutig. Etwas misstrauisch. Oh, ein hübscher Blitz hat er da am Revers. Ein Spion unter uns. Ein Haufen Bomben. Oh, er hat seine Mimik völlig unter Kontrolle. Ein Meister der Tarnung. Oh, oh, die Biowaffen. Oh,
Jetzt hat er noch was Interessanteres gesehen. What's this? Genau, den einfach mal hinterher. Oh, das scheint ein ziemlich geschichtsträchtiger Part zu sein. Was wir jetzt alles rausfinden, ich bin ja ganz gespannt. Oh. Haben Sie alles eingeordnet? Ja, natürlich. Aber ein weitsichtiger Mann, ein Genie, unser Wohltäter, ein uns Gleicher fand uns, schützte uns und gab uns die Mittel, unseren rechtmäßigen Posten als naturbestimmte Herren des Universums einzunehmen. Unsere Operation im Telamon-System ist erfolgreich verlaufen. Ich gratuliere allen, die daran beteiligt waren. Zum Abschluss ergreift unser oberster Befehlshaber das Wort. Ja! Jetzt wird's spannend. Ah, das war so klar. Ich bin hier, meine Freunde, um mich für eure großartige Mithilfe zu bedanken. Ihr, die Black Lance-Leute, werdet ganz oben stehen, denn ihr seid die Verteidiger der Menschheit. Diverse Feinde der Konföderation haben bereits mit euch Bekanntschaft gemacht. Sie wissen ganz genau, wozu ihr fähig seid, verehrte Kameraden. Schon bald ist es soweit. Alle konföderierten Staaten werden von eurer Existenz erfahren. Und ihr werdet endlich den Lohn erhalten, den ihr euch mehr als verdient habt. Ja! Ein Mann hat einen besonders hohen Ruhmesanteil verdient, euer großartiger Kommandeur. Der Mann ist ein ideales Beispiel dafür, was unser genetisches Menschheitsoptimierungsprogramm in Zukunft ermöglichen wird. Ja! Nur die Starken werden überleben. Das war schon immer das Gesetz der Natur. Die Schwächeren der Lebewesen sind vom Aussterben bedroht. Ihr wisst, dass es noch gar nicht allzu lange her ist. Da hätte man unsere Rasse beinahe ausgerottet. Die Wahrheit ist, dass unser Sieg über die Kilrathi leider kein reiner Verdienst unserer menschlichen Überlegenheit war. Es war ein Glücksfall. Wir hatten einen Zeitvorsprung, das war alles. Eines Tages werden wir einem viel schlimmeren Feind als den Kilrathi gegenüberstehen. Und es ist unsere Pflicht, uns darauf vorzubereiten. Wir müssen dann stark sein. Und wir müssen wachsam sein. Ja! Auch wenn das bedeutet, dass wir gewisse Elemente unserer Gesellschaft eliminieren müssen. Wir sind wohl gezwungen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und dank der hochentwickelten Genselektion haben wir auch das geeignete Werkzeug dafür. Wir haben es getestet und wir werden es natürlich anwenden. Ja! Ihr wisst alle, dass die widerspenstigen Grenzwelten jetzt die neuen Feinde von uns sind. Sie sind Abtrünnige. Sie sind eine Bedrohung für unsere Einigkeit, unsere Stärke und unsere Menschlichkeit. Niemand von uns ist frei von Pflichten. Ich stelle mich meiner. Ich sorge dafür, dass der große Rat Schritte unternimmt, die uns von dieser Plage befreien werden. Wenn der Moment gekommen ist, meine verehrten Kameraden, verlasse ich mich auf euch und eure Kampffähigkeit. Danke. Ja! 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 Ja!
Oh, jetzt sieht er ihn. Tja, lieber Tolvin, du hast nur leider gesehen, dass du auch zu diesen schwächeren Leuten gehörst. Oh, lass sie uns bitte nicht fangen. Alter Trick, der immer wieder funktioniert. Nicht zu früh rein. Oh, nee, nee, nicht um die Ecke gucken, nicht um die Ecke gucken. Oh. Ich habe sie doch von Tier 7 gerettet. Gerettet, damit ich eine Gefangene werden konnte. Und jetzt zwingen sie mich zu etwas. Oh. Ich weiß, wer sie sind. Sie werden sie töten. Nein, mein Flieger ist startklar. Wir können es schaffen. Nein, nein, kommen Sie lieber mit mir. Hä? Ich meine, da hat sie recht, wenn er jetzt startet, dann verfolgen die ihn doch sofort mit 20 Schiffen und das schaffen nicht mal wir. Also. Oh, oh, oh. Hm. Diese blöden Dinger sind wohl immun gegen die ihre eigene Seuche. Gehe ich mal davon Schnell. Aus. Oh, 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 oh. War ja klar, dass sie getroffen wird. War so durchschaubar. Genau. Und jetzt? Aus. Hier. Sie müssen das veröffentlichen. Na los. Gehen Sie endlich. Ja, da hat sie recht. Geh schon. Geh schon. Und tschüss. Kehren Sie mit den Informationen, die Sie gesammelt haben, zu Intrepid zurück. Eine neue Mission. Ja komm, die hängen wir jetzt nochmal hin. Haha. Sehen die mich oder was? Sterben, ihr Halbmensch. Oh, ich hoffe, die sehen mich. So, erst einmal irgendwie ein bisschen quer durch die Gegend fliegen. Sterbt ihr Halbmenschen. Ihr Halbmenschen, aha. Oh Mann, ob ich das schaffe. Ah, na, das habe ich wohl nicht geschafft. Weitere Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Einsatz wiederholen. Ich dachte mir, ich könnte jetzt getarnt einfach abhauen. Sterbt ihr Halbmenschen. Du bist doch nicht mal der richtige Mensch hier.
Wow! Wo ist denn die Dragon? Starbase? Vesuvius, aha. Ah, Auto. Haha, geschafft. Oh Mann. Und tschüss. Und ich springe. Wow. Ins Kalimachos-System zurück, glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Wow. So, was ist denn das für ein Ding? Sag mal, wie viele kommen denn da noch zu der Party? Kumpel. So. Das hätte ich mit diesem Torpedo wohl erledigt. Mission abgeschlossen. Nötige Landeerlaubnis. Unser Radar zeigt ein Großkampfschiff, das den Axis-Quadranten, in dem Sie waren, verlässt. Sie können landen. Da bin ich auch froh, Sosa, dass du keine Kerze für mich anzünden musst. Aber mal sowas von. Wow. Ich nehme an, es ist wieder dieser penetrante Colonel. Ja, er ist ein würdiger Gegenspieler. Das Herz des Tigers, so haben ihn die Kilrathi genannt. Wo sind Sie jetzt? Hier, ich bitte um Landeerlaubnis. Blair ist bestimmt wieder auf seinem Schiff und plant uns zu verfolgen. Was sonst? Die Bemühungen des Colonels sind nicht mehr relevant. Ich habe eine Besprechung mit dem Rat. Eine längst überfällige Beförderung erwartet mich. Soll er doch weiter versuchen, uns zu fangen. Tja, Leute, das war mal wieder eine heftige Geschichte. Und der Part ist auch schon mega lang, deswegen mache ich hier jetzt einen Cut. Und weiter geht's dann in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao.